Und weiter geht's mit Empires of the Undergrowth. Ja, es ist alles kaputt gewesen. Ich konnte noch nicht viel wieder aufbauen, weil fehlt einfach die Nahrung. Ein paar sind wieder da, aber da brauchen wir noch einiges, ne? Ja, wie immer schön, dass ihr da seid. Wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne kommentieren, abonnieren, teilen und liken. Darüber würde ich mich sehr freuen und das hilft ungemein, ne? So. Ja, für mich ist noch derselbe Tag. Ich habe die Folge, die ihr dann jetzt quasi gestern gesehen habt. Da habe ich danach noch einige Stunden mit dem Spiel verbracht. Weil einerseits macht es übelst Spaß und zweitens ist die nächste Mission für mich mit Abstand die härteste bis jetzt. Ich habe die jetzt schon mehrmals probiert und nicht geschafft auf Mittel. Ja, ich werde jetzt dort reinsteigen, euch so erzählen, was wichtig zu wissen ist. Und wenn ich dann merke, es funktioniert nicht, werde ich einen Schnitt setzen und dann euch wieder reinholen, wenn ich bei dem nächsten Versuch bin, so an, zur selben Position ungefähr. Damit das, sonst fange ich immer wieder von vorne an und rede immer wieder erneut denselben Text runter. Das ist dann auf Dauer für mich sehr anstrengend. Ja, also das Ding ist, im Moment, wir können zumindest ein paar noch setzen. Wenigstens ein paar. Warte mal. Hier 8. Keine Ahnung, damit das hier wenigstens ein bisschen vorangeht. So, das war's schon. Ja. Können die auch erstmal zurückholen. Ja, wir starten jetzt rein. Und zwar in die Mission 5.1, Triage. So, es kommt jetzt die letzte neue Ameise ins Spiel. Und zwar ist das die Matabele-Ameise. Die Savanne ist nachts ein gefährlicher Ort. Diese Matabele-Ameisen müssen dafür sorgen, dass ihr Nest gut verteidigt ist. Und das stimmt. Aber das ist alles andere als leicht. Also, ich erzähle kurz ein bisschen was zu der Ameise, damit ich das gleich, wenn der Typ redet und so, sonst ist das so ein Durcheinander. Also, die ernähren sich eigentlich nur von Termiten. Und nur die geben auch ordentlich Nahrung. Alles andere gibt dann nur, also ein kleines Käferchen oder hier sind auch Ohrenkneifer, die heißen hier Ohrwürmer. Ich nenne die Ohrenkneifer, keine Ahnung. Die geben dann nur eine Nahrung. Eine so eine Kampfameise von denen kostet aber 140. So, wir starten jetzt in unserem Bau. Und vorher können wir noch wieder auswählen zwischen zwei Arten. Einmal, dass sie Gegner betäuben, langsamer machen und ab Stufe 3 macht man dann auch noch physischen Schaden. Ich halte das hier für überhaupt nicht sinnvoll in dieser Mission. Aber vielleicht denke ich da auch falsch, keine Ahnung. Diese wiederum können eine gefallene Ameise einmal wegtragen, bringen die zur Mutter, so wie man es hier auch sieht, und dann werden die wiederbelebt einmal. Also die sind quasi verletzt und werden einmal geheilt. Wenn die dann nochmals sterben, dann sind die weg. Aber so kannst du dir schon eine relativ große Armee zumindest aufbauen, was du sonst nicht schaffen würdest. Und ich glaube, da die sind ja nun nicht wirklich für den Kampf gemacht. Also ich sehe in denen wirklich den Sinn, dass sie die transportieren und man die nochmal nutzen kann. Und auf Stufe 3 weichen die auch anderen Angriffen relativ aus, so, ne, dass sie nicht so schnell irgendwie in andere Konflikte mit ja, hineingezogen werden. Ich glaube, dass das definitiv besser ist. Escorted by a small entourage of loyal soldiers, this young queen has set out to establish a new colony on the edge of the savannah. These are Megaponera Analis. Lest das ruhig durch, das ist relativ informativ. Das Ding ist, wir müssen hier Termiten halt sammeln. Alles andere bringt uns keine Nahrung. Aber hier ist nicht wirklich viel zu holen hier unten. Excavations have uncovered a common earwig, Forficula auricularia, nesting in the soil. It will protect its. Hier machen wir das Essenslager hin.
So, so. Dann haben wir hier noch zwei Stellen. Moment. Hier. Wo es auch noch ein bisschen was gibt. Hier möchte ich die Heiler hinmachen. Die Matabili may be predators, but they are very picky about their prey. The other creatures nearby are insignificant compared to the vast and replenishable bounty locked within the local termite mounds. Raids are conducted at dusk and dawn. So, jetzt haben wir das. Jetzt bauen wir das Lager noch ein bisschen aus hier. Ah, noch nicht. So, jetzt gehen wir hier hin und holen uns noch das letzte bisschen, was es hier unten gibt. Mehr gibt es hier nicht. Und dann müssen wir nach oben. Und da seht ihr schon, wir haben drei Termitenkolonien. Wir werden uns an die grüne halten. Die ist mir zu stark, gerade am Anfang. Die grüne ist machbarer. Da, das abzugreifen, was wir brauchen. Hier lauern halt überall Gefahren. Und je nachdem, wie ich vorankomme, werden hier ein paar Schnitte im Spiel sein. Ich werde so gut es geht dann trotzdem verständlich zusammenschneiden oder wie ich das ausdrücken möchte. Also ich habe die Mission jetzt schon mehrmals probiert. Es ist mit Abstand die härteste, wie gesagt. Für mich. Ich bin immer eher auf Qualität gegangen. Ich werde jetzt mal auf Quantität gehen, dass wir so viele Ameisen wie möglich machen. Das Ding ist halt, die sind schweineteuer. So, das Lager müsste dann noch schon groß genug sein. Weil wir eh immer nur so schubweise was bekommen. Niemals längere Zeit hintereinander immer wieder was. Das wird nicht passieren. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Na, jetzt müssen wir hoch. So, und das sind die ersten kleinen Gegner, die sind nicht der Rede wert. Aber das sind auch die einzigen, die nicht wirklich gefährlich sind. Es ist wirklich so. Und trotzdem sollten wir auf dem Weg die ausräumen, hier wegmachen, weil alles, was sie ablenkt und auffällt, ist nicht gut. Ich möchte die immer, wenn es geht, so viel wie möglich alle beieinander haben. Jetzt trägt er das natürlich weg. Eine Nahrung, habt ihr gesehen, ne? Das ist halt für den Arsch. So, weiter. Hier hoch. Irgendwelche hässlichen Ohrenkneifer, ey. Mach den weg. So. A tiger beetle, Dromequida elegantia, has spotted the. Der ist eine Katastrophe. Der ist eine Katastrophe. Vor allem, wo taucht er auf einmal auf? Ne? Die kommen aus irgendwelchen Höhlen. Ja, die ist jetzt verloren. Da können wir nichts machen. Wir müssen gucken, dass wir jetzt hier ein paar abgreifen und uns dann schnell wieder verdrücken. Weil die sind ganz schwach, aber die rufen dann über ihre Pheromone ihre Aufpasser und die sind schon ziemlich stark. Geht mal hier mal in die Richtung. Wir müssen echt aufpassen. Gerade am Anfang ist das. Das kann auch ganz schnell zu Ende sein hier an der Stelle nämlich. Und jetzt kommen die nämlich. Und die sind ziemlich stark. Und jetzt drücken wir hier drauf, dass sie nicht mehr kämpfen sollen. Dass die so schnell wie möglich einfach den Rückweg antreten. So, und jetzt müssen wir aber hier wiederum drauf. Das geht gar nicht. Der macht uns hier eine nach der anderen sonst weg. Es ist so zum Kotzen. Ich finde, dieses Level ist wirklich sehr, sehr schwer. Und undurchsichtig, weil du hast nicht überall die Augen die ganze Zeit. Das funktioniert ja nicht. Aber hier oben haben wir, glaube ich, niemanden verloren. Doch eine, glaube ich, oder? Nein, keine. Das ist schon mal etwas. So, wenn wir Glück haben. Ich glaube, das sollte reichen, dass wir zumindest die ersten 1-2 Heiler uns holen. Dann können wir die ja zurückholen, die wir gerade verloren haben. Das ist wichtig. Mir dauert das auch sehr lange. Ich muss sagen, wenn du das mehrmals gespielt hast, wirst du ein bisschen ungeduldig. Aber man muss sich zur Geduld zwingen. Das funktioniert hier nicht anders. Reicht es für noch eine? Und wir haben hier halt auch wirklich kaum Möglichkeiten, irgendwie Abkürzungen auch zu machen, weil hier können wir überall nicht durch.
Okay, wir schaffen nicht noch eine. Leider. Ja, ja. Eine ist besser als keine, sagt man ja immer, ne? Colonies, injured soldiers are left to die on the battlefield, but the Matabili do not forsake their sisters so easily. Ants wounded in battle have ja, die tragen die nach Hause, ne? Das ist ja so niedlich, muss ich sagen. Aber die, die wir hier verloren haben, die hat der Käfer, glaube ich, mitgenommen, kann das sein? Nee, weil wir noch keine hatten, hat das Spiel das, diese Funktion quasi noch nicht freigegeben gehabt. Und der hier ist das allerletzte. Wir müssen die Zeit aber nutzen, noch ist er nicht bei uns. Das passiert aber gleich. Wir können auch eine zweite machen. Ich würde jetzt noch mal ein, zwei Stück machen und dann würde ich versuchen, die ersten neun von denen noch zu machen. Was wir jetzt machen können, ist einmal kurz in den Bau rein und wieder raus. Oh oh. Oh Gott. Aufpassen. Scheiße. Das meine ich. Einmal nicht aufgepasst, ne? Scheiße. Aber ich glaube, das könnte gerade so noch klappen. Weil die sind hier nicht so stark. Hier bei den blauen Arschkarte. Hätten wir niemals geschafft. Wir gehen weg. Wir gehen weg. Wir müssen uns mit kleinen Sachen zufrieden geben hier. Das funktioniert nicht anders. Wir holen die jetzt kurz zurück. Es geht nicht anders. Eine verlieren wir jetzt, glaube ich, ne? Ja, ist egal. Die holen wir gleich. Wir sind halt noch sehr schwach jetzt. Und das ist der Punkt, warum ich auch der Meinung war, die ganzen Male, wie ich es versucht habe, dass die aufzuwerten, mehr Sinn macht. Aber ich werde es jetzt mal genau anders versuchen. Weil das hat ja nicht geklappt. So, die bringen jetzt ein bisschen was an. Ich hoffe, es reicht zumindest. Also, für eine reicht es bestimmt. Komm. Wir brauchen mehr. Die sind halt so sauteuer, ne? Ja, immerhin eine. Und noch eine. Sehr schön. Damit bin ich schon zufrieden. Man muss sich hier wirklich mit den kleinen Dingen zufrieden geben. Ist einfach so. Jetzt gehen wir hier hin. Sammeln uns. Warten, bis die zwei geschlüpft sind. As dusk begins to set in and the dusty earth cools, the termites march out of their mounds to collect dead. Jetzt kommen die gleich nämlich wieder raus. Die kommen immer nur nachts raus. Und die hauen jetzt gleich irgendwann wieder ab. Aber die kommen immer wieder. Einen von der Sorte, den kann man auch besiegen. Das Problem ist, der rennt irgendwann ab einem gewissen Punkt weg. Manchmal schaffst du es, dass er auch direkt dann quasi tot ist, weil er gerade beim Flüchten dann noch welche auf ihm sitzen und so und dann stirbt er. Aber eigentlich ist es das nicht wert. Wir kriegen auch von ihm nicht wirklich Nahrung. Wir müssen jetzt hier vorbei. Jetzt haut er ab, oder? Egal, wir müssen. Wir haben keine Wahl. Die Zeit ist gegen uns. Das steht jetzt noch nicht hier. Hier steht gleich, dass wir 4 Nächte überleben müssen. Und ja, da kommen noch so einige Dinge auf uns zu. Wir müssen uns aber ranhalten. Es geht auch um Zeit einfach, wirklich. Wir müssen schnell sein. The ants will fight to the death. Wir gehen jetzt hier hin. Holen unsere Kollegin zurück. Greifen die hier noch ab. Schnell weg, bevor die hier wieder rauskommen. Weiter. Oh, ich hab den Kampf aus, ich Arsch. Jetzt hab ich's doch schon verkackt. The Rainbow Lizards are immense and more than capable of dealing. Oh, jetzt aus, komm. Scheiße. Will need to make a significant show of force and target the lizards one at a time to stand any chance of driving them away. Gleich entdeckt er uns.
There's not enough food to feed the new brood. Jetzt haben wir hier drei verloren. Aber das geht eigentlich noch. Das geht noch. Das kann trotzdem noch klappen. Alles gut, alles gut. Wir müssen die nur zurückholen. Dafür würde ich jetzt, wir sammeln uns hier. Hier ist relativ sicher. So, jetzt machen wir noch eine Heilerin hier. Sanitäterin, wie auch immer. Zack. Und noch eine. Haben wir vier schon mal. Reicht es für noch eine Kampfameise? Machen wir hier ein bisschen Platz. Mehr wird es auch nicht mehr. Also kann ich euch gleich schon sagen, das wird nicht funktionieren. Jetzt haben wir wenigstens 9 und 10. Ich weiß nicht, wie viel man braucht. Ich würde sagen, so 15, 15, ich glaube, wäre richtig gut. Aber das ist schwierig. Und er will nicht weggehen hier, oder was? Was ist hier? Ah, okay. Wir müssen aber... Jetzt haut er ab. Wir müssen schnell dahin. Die Nahrung verdirbt ja irgendwann. Also die respawnt. Die spawnt. Müssen jetzt dahin. Und ich will ja auch unsere Kolleginnen zurückholen. Wäre ja schade. So, Kampf anmachen. Aber das rettet uns so auf den Arsch, aber dann vergesse ich das manchmal wieder einzuschalten. As night draws in, nocturnal scrubland specialists emerge from their hiding places to hunt. For the colony, the benefits macht die weg, holt das Essen, nehmt eure Freunde mit da und weg. Fortunately, the nest entrance is too small for the largest and most dangerous arthropods to crawl through. The ants will be safe underground. Erstmal hierhin. Ich hätte ja schon Lust, auch mal zu gucken, was sich hier verbirgt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwas bringt. Oder ergibt sich hier auf einmal noch eine andere Möglichkeit? Nee, glaube ich nicht. Was ist das? Ist wieder so ein dicker Käfer? Nee. Ich weiß es doch auch nicht. Neugierig wäre ich schon, wenn ich ehrlich bin. Wir können ja mal nachschauen. Jetzt gerade passiert ja hier eh nicht viel. Wir schauen mal eben. Jetzt haben wir 10. 11. Und hier auch 11. So. Tatsächlich sind das auch Termiten. Okay. The battle has begun. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Aber okay, da sind halt noch Lebendige, deswegen wurden die nicht grün angezeigt. Okay, ja, dann holen wir die. Dann nehme ich alles zurück, dann haben wir ja doch noch ein bisschen Nahrung. Oh oh. Das ist aber eine ganz fette. Die ist bestimmt gefährlich. Das ist so eine Art Königin bestimmt. Okay. Heftig. Musst du dich hier komplett einmal durchfräsen, Alter? Okay. Machen wir das. Jo, dann nehme ich alles zurück. Ich hätte gedacht, das sind einfach nur die Standardgegner, die uns nichts bringen. This one appears to be deserted, a remnant of a past colony. Ja, können wir da rein oder sowas? Können wir da vielleicht eine irgendwie, dass wir dann hier hinten rauskommen oder so? Das wäre natürlich cool, aber ich glaub's nicht. Wieso macht hier niemand den Weg frei? Jetzt. Hier ist auch wieder so eine fette. Okay, wir haben gut Essen gesammelt. Okay. 12. Kann man hier was machen? Nee.
Nee, nee. Achso, hier ist ja noch Essen, sorry. Ja, hat geklappt. Kann man nichts machen. Ja, aber so können wir die Zeit nutzen, wo es draußen jetzt gerade eh scheiße für uns ist. Dann holen wir uns das hier auch noch. Ja, sicher. Damit habe ich einfach nicht gerechnet. Siehste, dann habe ich das jetzt zum Beispiel gecheckt. Das ermöglicht neue Möglichkeiten. Das sind auch wieder solche Tunnel, aber die bringen uns alle nichts, ne? Angriff! So. Das wäre jetzt Nummer 13. Ich hab den Kampf wieder aus noch. Mann! Jetzt noch das hier. Ich gehe hier rein. Nein, so. Okay. Also klar, wir könnten jetzt auch da natürlich, aber das ist ja erstmal naheliegende Nahrung für uns und relativ ungefährlich. Und wir sind dann gleich etwas stärker. Das ist gut. The ants will fight to the death. Oh, und hier ist auch nochmal was, okay. Sehr schön. 14. Wo setzen wir die hin? Hier, oder? Oh nein. Ich hab das vergessen. Jetzt. Hier lang. Jetzt die noch wegmachen. Was macht ihr denn da? Ja, die laufen immer erst zu dieser Markierung hin. Das ist manchmal ein bisschen schade. Ja, ist doch gut. Ist doch gut. Jetzt können wir noch zwei Heilerinnen, vielleicht sogar drei machen. Habt ihr alles? Ne, da ist noch was. Schön aufsammeln. Da haben wir hier unten jetzt aber alles leer geräumt, jo. Okay, na, gehen wir wieder raus. Ach so, zu weit, hier. So, es sind sogar nochmal zwei, perfekt. Fertig, mehr machen wir von denen nicht. Sieben müssen reichen. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Ja, die wollen jetzt gerade weg, ne? Überlege. Wir können die aber auch rauslocken. Wir müssen weiter Nahrung ranholen. Du Arsch. Den hasse ich. Genau wie diese hier Eidechsen. Da ist er. Kommt mal weg da. Geht schnell weiter. Schnell. Das verstehe ich nicht. Wieso läuft diese Ameise zurück? Ich raff es nicht. Ist egal. Den müssen wir wegmachen. Ah, stopp. Ihr sollt nicht immer an vorderster Front laufen. Ah, aber das ist von der Steuerung für mich. Macht das keinen Sinn irgendwie. Aber den müsste man eigentlich bekämpfen, damit man hier seine Ruhe hat. Ich glaube, wir machen das auch. Auch wenn ich es nicht gerne mache, aber ich... Wenn der nämlich sonst gleich irgendwann anfängt und die laufen hier so einzeln vorbei, dann verlieren wir so viele Ameisen. Das geht nicht. Und wir haben ja jetzt doch relativ viele. Nein, nicht schon draufgehen. Alter. Jetzt.
Und wenn es so viele sind, schafft er es höchstwahrscheinlich auch nicht zu fliehen. Er haut trotzdem ab. Nein, er hat es nicht geschafft, du dumme Sau. Könnt ihr dem was abbauen oder nicht? Nö. Doch, aber ganz wenig. 4, 3. Das war's schon. Okay, nehmen wir sie wieder mit dazu. So, jetzt will ich wieder hier hin. Der Käfer ist weg. Na gut. Ah ne, den hatten wir besiegt, ne? Ja, ja. Mal gucken, ob wir die rauslocken können. Jetzt würde ich sie dann hier stehen lassen, wenn es geht. So. The termites will soon venture out once again. Perfekt. Jetzt kommen sie wieder raus. Dann warten wir einfach hier. Wir warten einfach hier. Und ihr sollt bitte euch hier ein bisschen nach hinten begeben. Ah, geht ja nicht jetzt. So. Da sind sie. Auf sie! The ants must defend themselves. Jetzt ziehen wir durch. Jetzt ziehen wir durch. Und die kommen jetzt auch noch mit dazu. Ist mir egal. Alles, was wir haben, wir machen die jetzt weg. Die haben nämlich nicht mehr viel, glaube ich. Und das muss sich ja auch mal lohnen. Mit dem Essen. Ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, das Essen zu schnappen und nach Hause zu gehen. Weil da lag sehr viel. Kommt nach Hause. Kommt nach Hause, das ist eine ordentliche Menge. Ich glaube, wir haben noch nicht mal eine verloren, ne? Ne, ich glaube, die haben alle überlebt. Geil. Das war jetzt mal richtig gut. Bro. Doch, eine ist gestorben. Wie es aussieht. Nee. Was? Moment. Aber hier liegen doch gar keine. Ach, nee. Oder? Konnten die noch gar nicht schlüpfen, weil die ganze Zeit nicht genug Nahrung da? Ne, aber ist ja eigentlich. Oh, weiß ich jetzt gerade nicht. Ist nicht so wild. War trotzdem eine ziemlich gute Aktion. Ich würde sagen, machen hier noch. Und hier. Das wären 16. Und das gleiche versuchen wir jetzt hier noch ganz ordentlich zu machen. So. Und ich glaube, mehr können wir gar nicht machen. Ich glaube, jetzt wäre es besser, die aufzuwerten. Aber ich bin mir halt nicht sicher, ne? Was haben wir hier? Harmlos. Nicht ganz so harmlos, aber geht noch. Los geht's. Müssen Termiten ranholen. Und ich glaube, wir nehmen den Bau jetzt da oben auseinander. Haut er ab, dann lass ihn, wenn er abhaut. Oder dreht er jetzt um? Nee. Und du haust auch ab. Ja, mach das, mach das. Umso besser. Ah, das Essen verfällt gerade. Ärgerlich. Los geht's. Ja, na klar. Auf einmal kommt doch wieder so ein Arschgeige. Ich könnte das Kotzen kriegen. Wo bist du hergekommen? Und ich habe den Kampf wieder aus. Meine Fresse. Jetzt. Zurück. Ja, die sind halt schneller, ne? Das ist so ärgerlich. Usually the undergrowth would be bustling with nighttime predators, but few have surfaced. Something has them spooked. Ja, jetzt kommt nämlich das erste Mal eine Herausforderung für uns. Ich weiß es ja. Jetzt ziehen wir hier durch. Wieder bis so viel Nahrung liegt. Ja, das sieht gut aus. Sieht gut aus.
zurück. Und ab ins Nest. Wir müssen nach Hause. Tremors can be felt from within the nest. There's a creature on the move. And it's getting closer. Wir müssen aufteilen. Jetzt ist das wichtig zum Beispiel. Tu die mal hier hin. Und die hier hin. Und die Heiler erstmal hier hinten hin. Jetzt kommt hier eine riesige, ekelhafte, Spinne. Erst dachte ich, das ist ein Käfer. Irgendwie sieht das aus wie eine, weiß ich nicht. Oh, also bei sowas, da läuft es mir dann auch ein bisschen so eiskalt den Rücken runter. Das Ding ist, die kommt zielstrebig zu unserem Nest. Dann dachte ich, was macht die da? Die will das kaputt machen. Dann habe ich die versucht zu bekämpfen, aber alles ist betäubt. Du kannst die nicht hier oben besiegen. Du musst sie jetzt hier drin bekämpfen. Die kommt rein, so oder so. Und jetzt Angriff. Von hinten, von vorne. Und die nehmen wir auch. Und da müssen wir die so schnell wie möglich besiegen. Aber wieso klettern sie nicht rauf? Jetzt ein paar wenigstens. Es sind viel zu wenige. Die waren noch nicht wieder alle bereit, weil die von der Nahrungssuche gerade zurückgekommen sind. Scheiße. Junge, jetzt verlieren wir so viele, ne? Aber ich glaube, wir schaffen es trotzdem, oder? Bitte! Ja, wir schaffen es. Aber viele Verluste. Boah, ärgerlich. Schnell, bevor die nochmal wilde Action macht. Ja, gerade so. Okay. Es ging noch klar. Hätte schlimmer sein können. The cavern she left in her wake is now likely to attract even larger creatures. Naja, wenigstens etwas Nahrung gibt die. Ich würde sagen, wir fangen jetzt an aufzuwerten. Ich glaube, das ist wirklich sinnvoll. Jetzt haben wir ja immerhin 32. Oder soll ich weiter auf Masse? Ne, ich gehe weiter auf Masse. Ja, ich gehe weiter auf Masse. Egal. With the Sun Spider threat eliminated, the Matabili have an opportunity to raid freely while the termites are active. Ah, vielleicht wäre es bei den Heilerinnen nicht verkehrt. Na. Ja, da ist wieder so ein scheiß Käfer. So, jetzt. Wieder hier hoch. Logischerweise, hier liegen noch zwei Kameradinnen. Vielleicht können wir die ja noch holen. Boah, jetzt haben wir hier 16 Wiederbelebte. Plus 17. Und 17 nochmal 10. Also das ist schon jetzt eine ganz schöne Armee. Ich glaube, was wir jetzt machen, ist, wir gehen jetzt komplett durch, rein und machen die hier komplett weg. Weil da kriegen wir jetzt auf einen Schlag so viel Nahrung. Ich glaube, es ist eine gute Idee. Ich habe den Kampf wieder ausgehabt, ich Trottel. Deswegen lief das, glaube ich, so beschissen, ne? Oh. Ihr schnappt euch mal eben die. So, und jetzt Abmarsch. Wir gehen jetzt da rein. Oder sollen wir das ausnutzen, dass... Nee, wir warten jetzt hier. Wir warten jetzt einfach. Die haben nicht mehr viel, oder? Ja, jetzt kommen die eh. Jetzt gehen wir drauf. Jetzt sind wir in der Überzahl. Jetzt haben die keine Chance. Die haben keine Chance. Aber ich glaube, da liegt jetzt schon wieder so... Obwohl... Na, jetzt sollten wir einmal zurückgehen. If the termites are too weakened, they will not recover their numbers in time for the next raid. Oh Mann, ey, dieser... Musst du mir alles verderben? Das war so gut bis hierhin jetzt. Du blöder, dreckiger Käfer, ey. Einmal hier sammeln, bitte. Kurz durchatmen. Da machen wir hier noch.
hier noch? Oh, das... Seht ihr, wie viel Nahrung jetzt reingekommen ist? Können noch zwei machen, glaube ich. Oder? Nicht ganz. Ja, wir lassen den kleinen Puffer. Wir lassen den kleinen Puffer. Wir gehen auch direkt wieder los. Wir haben eine ziemlich große Armee. So eine große hatte ich noch gar nicht bis jetzt. Wie gesagt, ich bin immer auf Qualität gegangen, also auf Aufleveln. Was haben wir hier? Ja, na klar. Ich würde sagen, jetzt gehen wir aber wirklich in den Bau. Weil dann kriegen wir nochmal eine richtige Ladung. It is almost noon and the termites oh. Go to ground. Further raids are unlikely to be fruitful. For now. So, wir nehmen die mal eben hier raus. Ihr bleibt hier. Nein, da. Das wollte ich gar nicht. Ist egal. Ich wollte nur nicht, dass ihr an der vordersten Front seid. Weil jetzt ist ja keine Herausforderung mehr. Trotzdem ist das eine Arschgeige. Wir gehen jetzt rein. Jetzt habe ich keine Lust mehr zu warten. Wir gehen jetzt rein. Oh oh. Oh. Na, ach, jetzt ist er auf uns aufmerksam geworden. Verdammte Scheiße. Jetzt haben wir die Arschkarte. Jetzt müssen wir den bekämpfen, ansonsten frisst er uns hier alle weg. Jetzt haben wir keine andere Wahl. Scheiße, und ich weiß nicht, ob man den besiegen kann. Schneller. Ach, ihr seid zu langsam. Den müssten wir doch mit der Masse an Einheiten bekommen. Ja. Dieses dumme Schwein. Draufbleiben. Arsch. Das erste Mal, dass ich so einen kaputt gemacht habe. Hier, sammel deine Freundin auf. Hier, bitte. Hier, guck dir das Elend an, ey. Traurig. Habt ihr den abgebaut, den Penner? War das jetzt so einer? Ich bin mir gerade... Doch, ne? So, jetzt hier. Die noch holen. Und dann lasst mich endlich in den Bau rein. Möchte die ganze Zeit einfach nur in diesen Bau. Und immer kommt was dazwischen. 380 schon wieder. Okay. Wie viel haben wir jetzt? 20 jeweils. Ja, keine Ahnung. Solange hier noch irgendwie Platz ist. Ich glaube, bei 22 höre ich aber wirklich auf. Bei ein paar aufzuleveln schadet mit Sicherheit auch nicht. Und dann hier oben noch gleich eine. So, jetzt. Schnell, bevor wieder irgendwas passiert hier. Das ist schon ordentlich, was wir jetzt haben. Wir gehen jetzt rein. Ich mache hier keine halben Sachen jetzt mehr. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Jetzt seid ihr dran. Hier, wir waren ja auch schon drin. Stimmt, hier haben wir welche verloren. Alles klar, ja, ja. Jetzt seid ihr fällig. Jetzt gibt es kein Pardon. Sorry, muss sein. Jetzt füllen wir uns hier richtig nochmal die Taschen. Weil wir brauchen nämlich auch. Also, das war noch lange nicht alles. Aber ich glaube, diesmal schaffen wir es. Ah, die sind wieder an vorderster Front. Ah, ich kann es jetzt nicht ändern.
Die sind ja im Nachschlüpfen nicht ganz so teuer. Mach die weg. Das sind die letzten Zuckungen hier. Jetzt haben die nichts mehr. Ja, und hier ist dann so eine richtig fette Raupe und die gibt nochmal ordentlich. Aber hier ist auch einer. Hier. Wie eben unten bei uns. Und das Verrückte ist, ich habe den schon mal kaputt gemacht, als ich alleine hier das versucht habe. Also ihr hättet es ja gesehen, wenn ich das Level erfolgreich abgeschlossen hätte. Den greifen die dann aber nicht so wirklich an. Oder die. Das weiß ich nicht warum. Es ist ganz merkwürdig, der Kampf. Der sagt ja auch, wenn man die zu sehr stresst und kaputt macht, dann kriegt man von denen nichts mehr und so. Ja, aber du kriegst halt hier einmal so eine fette Ladung. Und ich meine, irgendwann ist ja das Level auch mal zu Ende, ne? So, jetzt ist das Nahrungslager voll. Moment. Machen wir eben das wenigstens. Zack. Boah. Ja, keine Ahnung, dann... Ich verbind die einfach zu einer großen Gruppe. Oder? Nee, ich lasse die getrennt. Aber da das Aufleveln jetzt hier nicht mehr so die große Rolle spielt, ist mir das halt relativ egal, ob wir die auf Stufe 3 bringen können. Das wird eh nicht passieren. So, jetzt müssen wir uns nur noch diese Dings hier schnappen. Aber dazu sollten wir uns hier ein bisschen sammeln. Weil das hier wird nochmal ein komischer Kampf. Wie gesagt, irgendwie... Und ich weiß auch nicht, warum die hier im Moment nichts ausbrüten können. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht. So, Angriff. Hier, die laufen vorbei und gehen alle auf diese Raupe. Ich weiß aber nicht, warum. Die wollen einfach nicht gegen das hier kämpfen. Boah, ist schon auch widerlich eigentlich, ne? Unser Lager ist voll. Aber ich will jetzt kurz gucken hier. Das gibt nämlich 800 nochmal. Und hier kann man auch nochmal ein bisschen sammeln, aber das artet in sehr viel Kleinarbeit aus. Und außerdem muss man da auch ziemlich schnell sein. But at the cost of losing a stable food supply. With her passing, there is no longer any reason to return to this mound. Doch, da ist nochmal eine Möglichkeit oder eine Notwendigkeit. Wir müssen ja noch die 800 abbauen, immerhin. Oh oh. Au, wir müssen zurück. Wir müssen zurück. Scheiße. Ganz schlechtes Timing. Oh fuck. An African giant centipede, Etmostigmus trigonopodus, approaches the nest, searching for a good ambush spot. So eine Kacke. It wasn't expecting to find an ambush. Die sind alle noch da oben. Irritated and hungry, Scheiße. It confronts the soldiers. Despite its great size, rogue oh, Scheiße. Und armor plates allow it to remain active. Nein. Its forward legs have been modified into Arschkarte. Fangs, with which it can puncture and inject venom into its victims. Jetzt haben wir verkackt. Schnell! Jetzt schnell! Oh, das war jetzt ein herber Verlust. Oh Gott, das tut richtig weh. Beeilt euch doch! Er läuft richtig amok. Wohin willst du? Wir sind so langsam, habe ich das Gefühl. Mach doch endlich!
Was? Alter, was passiert denn hier? Ich wusste gar nicht, dass es 100 Füßer gibt, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ja. Los. Bevor er nochmal durchdreht. Oh, Gott sei Dank. Oh je. The giant centipede is dead. A lesser colony would. Oh nein, ich habe die falschen gebaut. Ich trottel. Although the Matabele Queen has survived, the undergrowth remains. Oh nee, das ist ja Bullshit. The ants should clear the carcass and replenish quickly. Das ist ja Bullshit. So viele brauche ich von denen nur nicht. Night is over and the raiding window opens once again. Ja, ihr müsst das hier mal sammeln, bitte. Oh, wir haben wieder gut trotzdem noch, ne? Wir konnten viele nochmal wiederbeleben. Ja, perfekt. Was? Ja, nimm das hier. Ja, ich hab's gesehen, jetzt reicht's. Zack. Wir müssen aber nochmal da rein. Wir haben da mit Sicherheit noch nicht alles. Und dann würde ich nämlich den hier ganz außen vor lassen und jetzt versuchen, zu den Gelben zu kommen. Und das dauert jetzt auch nicht mehr lange. Es sind 2 Nächte, das geht jetzt, glaube ich, aber gleich ziemlich schnell. Mir kam das zumindest so vor. Ich hätte es ja einmal fast geschafft. Schade halt, dass der Weg so weit ist. Was haben wir denn hier? Das sind doch alles Termiten. Ja, ja. Wir können nämlich von hier dann weiterziehen. Hier hoch, einmal außen rum. Dann kommen wir zu den Gelben. Warte, wir gehen erstmal hier hin. Der kommt uns bestimmt gleich entgegen hier. Was passiert hier eigentlich? Alles gut, ja. Hab ich richtig gebaut, ja. Ah, da kommt noch einer. So. Gar nicht lange verschnaufen hier, wir müssen weiter. So, und jetzt rauf. The ants must defend themselves. Mach den weg einfach. So, rein hier. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Und wenn, dann ziehen wir eben gleich weiter. Gar kein Problem. Warte. Ja, nochmal 327. Immerhin. Schade, wenn wir eine Arbeiter hier mit hätten jetzt, könnten wir hier eben auch einfach... Ne? Naja. Wir holen uns jetzt den Rest. Und dann ziehen wir weiter. Was passiert hier schon wieder? Das ist doch so... Alter. Das müsst du doch jetzt aber... Ja, ist gleich weg. Das war's. So, dann bitte einmal hier hin. Ja, was mache ich denn jetzt, wenn das Essen reinkommt? Doch mal welche aufwerten? Ah, ich glaube, das bringt jetzt auch nichts mehr. Ich glaube, jetzt bleibe ich dabei, einfach auf Masse zu gehen. Ich weiß bloß langsam nicht mehr, wohin. Hier nochmal 2. Ja, hier ist ja kein Problem. Aber so. Was ist hier schon wieder? Eieiei. Ich denke die ganze Zeit, man müsste hier auch anders hinkommen. Es geht aber nicht. Oh Mann. Hau ab, ey. Rainbow lizards are beginning to arrive. The Matabele would do well to keep them in check. Ja, warte mal. Hier. Ja, diese scheiß Käfer, ey. Die gehen mir so auf den Zeiger.
Nervige Viecher, ey, wirklich. Auf sie. Oder auf ihn. Nein. Alter, ich könnte kotzen. Die lassen einen aber auch nicht in Ruhe, ne? Da besiegst du schon einen von denen und die kommen trotzdem wieder und gehen dir auf den Zeiger, ey. Dann stirbst du jetzt auch dafür, dumme Sau. Arschloch. Ja, die sind jetzt reingegangen. Hier, guck mal, vor allem kommen immer mehr davon. Oh, 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 wenn du die besiegst, das ist totaler... Das ist Humbug. Es ist ja noch Tag. Ja, wir müssen das nutzen. Lass uns mal jetzt hier hin. Wo war das? Hier. Die laufen jetzt hier lang und die laufen jetzt hier, weil jetzt ist es gerade offen, aber oh, ist gefährlich, ne? Es müsste aber gehen. Ja, die sind halt immer schneller als die anderen, das ist das Ärgerliche. Ach man. Weiter. Wo ist denn der Bau? Hier. Auf dem Rückweg muss ich super aufpassen. Zurück ein bisschen. Zurück. Wir sind noch nicht alle da. Das ist... Ach, die kommen hier raus. Angriff. Oh, das sind viele. Oh, das sind viele. Aber wir sind auch viele. Guck mal, die wissen gar nicht wohin. Die können unsere Übermacht hier gar nicht ausspielen. Können unsere Überzahl gar nicht ausspielen, so richtig. Oh Gott, ich glaube, wir sollten jetzt aufhören. Das nimmt kein gutes Ende. Ich kenne das jetzt schon. Weil gleich kommen die auch zurück und so. Nein, wir sollten jetzt einfach nach Hause gehen. Und hier auf den nächsten Kampf warten, weil das kommt ja jetzt auch gleich wieder. Komm, komm, flüchte. Oder gewinne. Er gewinnt. Wie sie sich ihr Essen dann wieder aufheben. So. So. Komm, erstmal alle nach Hause. Wir haben super... eine super Sache gemacht hier. Das lief so super. Ich bin zufrieden. Aber doch einige verloren, ne? Wegen dem Dicken eben auch. Da, wegen diesem Salamander. Hä? Haben die nichts zu essen mitgebracht? Was ist denn das jetzt eigentlich gerade, was sie machen? Eigentlich müssen die doch jetzt das Essen auch ablegen, oder nicht? Aber es passiert gar nichts. Was ist denn jetzt passiert? Wir haben ja gar nichts bekommen. Hä? Ah, die sind alle gestorben. Okay. Okay. Scheiße. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, oh, das ist jetzt nicht so geil. Wir müssen warten, bis die reingehen. Dann können wir die zurückholen. Oh Gott, da sind ja ganz schön viele gestorben. Scheiße. Von wegen gut. Gar nichts gut. Mist. Ja, wir müssen das jetzt machen. Jetzt sieht es relativ ruhig aus. Ich weiß nicht, wann sich sonst nochmal eine Gelegenheit ergibt. Alle können wir eh nicht. So viel haben wir gar nicht. Obwohl, es sind insgesamt 9. Immerhin. 1, 2, 3, 4,
Ja, nee, es sind viel mehr. Begun. Was denn schon wieder? Ja, der kann nix. Hin jetzt. Das lasse ich doch nicht auf mir sitzen. Ich glaube, ich spinne. Aber hier lag doch Nahrung und die haben doch auch teilweise Nahrung. Also so richtig habe ich es jetzt nicht kapiert oder sind viele nachgeschlüpft? Ich habe es nicht gecheckt. Was sammelt eure Kameradinnen auf hier? Was ist das denn schon wieder? Ach, die haben schon welche. Ja, ja, ja. Sehr schön. Ja, die sind... Oh, doch noch erwischt. And the Savannah Arthropods emerge to hunt. There is but one the Matabili have yet to face. The greatest amongst their number. It comes tonight. Ach, komm. Verkackt. Da lief es bis hierhin echt gut, dann haben wir es verkackt. Das ist eine Mission, die macht mich echt wahnsinnig. Ja, es schlüpfen jetzt ein paar Narren, ein bisschen Nahrung bringen wir mit, aber... Das war nicht gut. Das wird nicht reichen für die letzte Schlacht. Da ist er. Das ist unser letzter Gegner. Scheiße. Ey, das lief da bis dahin so gut und dann habe ich einmal nicht aufgepasst. Scheiße, ja, selbst schuld, ne? It is here. Pandinus Imperator, the Emperor Scorpion. Growing to 20 centimeters in length, this true titan of the undergrowth dwarfs almost anything that crosses its path. With bulging pedipalps, equally effective for digging up insects and tearing them apart, this encounter could mean extinction for the colony. Ich mach das nur, damit noch ein paar nachschlüpfen können, aber ich glaube, das wird nicht reichen. Aber was macht ihr? Ich hab... Ach. Nee, das geht nicht. Ich muss es so machen. Du kommst doch gar nicht hinterher mit dem Geklicke, weil die ja ständig sich woanders hin bewegen. Vielleicht schaffen wir ihn ja trotzdem. Komm, mach das ruhig weg. Boah, wäre das Missgeschick eben da oben nicht passiert, hätten wir das locker geschafft. So weiß ich es nicht. The Queen is in imminent danger. Nein, lass ihn in Ruhe. Ich werde auch hier nochmal eben zwei wegmachen. Dass noch ein paar schlüpfen können. Keine Ahnung, ob es Sinn macht. Ah, komm, das muss aber reichen. Ich muss Screenshot machen, sorry. So, weiter geht's. The Queen is in imminent danger. Ich glaube, wir schaffen es gerade so. Ah, das hätte besser laufen können, wenn der Fehler mir nicht da passiert wäre eben. Aber noch ist es nicht geschafft. Ich will lieber nicht zu früh mich freuen. Es sind nicht mehr... Ich weiß nicht... Ah, jetzt liegt das Essen da rum. Shit. Doch, wir schaffen es so gerade eben. The Queen is in imminent danger. Boah, war das knapp. Alter! Even as wave after wave of soldiers were crushed, the Matabili would not relent. The fiercest raiders mounted the beast, whilst maimed defenders sliced at its joints. Finally, the Emperor Scorpion fell. Oh. Having bested the three titans, the message to the Savannah Arthropods is clear. Confronting the Matabili in their home will only end one way. Bin ich froh, dass das jetzt geklappt hat. Wir nehmen Nahrung diesmal, oder? Ja, 9000 sollte... Nee, wir nehmen Gelee.
Why are there footprints on my chair? Warte, hier kann man es besser lesen. Ach, das war's schon. Was ich mich gerade frage, gab es jetzt überhaupt keine Erfolge dafür oder was? Was hätte man denn hier eigentlich noch machen können? Schließe das Experiment ab, ohne Schwarzameisen freizuschalten. Okay. Was war das denn jetzt? Eine ferne Brücke. Das letzte Neujahrsschmaus. What? Gibt's für diese gar nicht, oder was? Hä? Neujahrsschmaus, was soll das sein? Das gibt's doch hier gar nicht. Keine Ahnung. Egal. Ja, endlich geschafft. Also hat einige Versuche gebraucht. Es war ja auch echt, es wäre fast nochmal in die Hosen gegangen. Also wir hätten uns den letzten Ameisenhügel eigentlich komplett sparen können. Und hätten einfach nur noch warten müssen. Das wäre besser gewesen als so. Aber ja, es hat gerade so geklappt. Ich bin froh. Das war anstrengend. War hart, aber am Ende erfolgreich. Oh Mann. So, jetzt müssen wir das aufsammeln. Das lasse ich dann einfach noch so ein bisschen laufen. Dann baue ich hier ein bisschen wieder alles auf. Dazu müsste das ja reichen, was wir jetzt hier gerade alles bekommen haben. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, habt eine schöne Zeit und ciao.